Xbox erobert Japan. Oder zumindest versuchen sie es mit ihrer Tokyo Game Show Präsentation. Sony spielt uns aus Versehen Werbung ins Dashboard. Und Kojima macht mal wieder Kojima-verrückte Dinge. Das alles gibt's heute in den Gaming News, also lehnt euch zurück und seid wieder up to date mit der Gaming-Welt. Los geht's mit der Tokyo Game Show. Bei uns in Europa hat die Tokyo Game Show vielleicht nicht so große Reichweite wie amerikanische Formate à la Summer Game Fest oder Messen wie die Gamescom, aber wie der Name schon sagt, geht es hier oft um den japanischen und insgesamt asiatischen Markt. Xbox hat hier eine Show abgehalten mit Fokus auf asiatische Third-Partner-Devs und entsprechende Spiele. Nachdem Sony mit der State of Play nicht wirklich was Neues zeigte, außer dem Reveal von Ghost of Yotei, konnte Xbox hier vielleicht mal ein paar Punkte einfahren? Ich kann es euch gleich spoilern, wirklich was Neues gab es hier nicht, dennoch ein paar interessante Inhalte für Fans von Games aus dem Osten. Eröffnet wurde die Show mit meinem persönlichen Highlight, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Das Remake bekommt immer mehr Inhalte präsentiert und auch auf dem Xbox Broadcast gab es mehr zur Rückkehr des legendären Franchises zu sehen. Erneut sehen wir die Liebe zum Detail zu den originalen Cutscenes, die frische Optik und wie die wichtigsten Charaktere jetzt aussehen. Aber eine Sache fehlt mir immer noch. Mit einem Camo-Index von 100% und somit unsichtbar, bleibt weiterhin das Release-Datum. Da auf der Tokyo Game Show immer noch kein Datum angekündigt wurde, ist damit die letzte große Gelegenheit verstrichen, es für 2024 anzukündigen, was wohl bedeutet, das Metal Gear Remake gibt es erst 2025. Konami bringt ja nächste Woche mit dem Silent Hill 2 Remake ihr erstes Remake auf den Markt und vermutlich liegt eben der Fokus aktuell da drauf. Trotzdem wäre es schön gewesen, mal irgendwie einen Zeitraum zu kriegen für Metal Gear Solid Delta. Auf Metal Gear folgten erstmal die Ankündigung eines Overwatch 2 und My Hero Academia Crossovers. Yeah, mehr kostenpflichtige Skins! Und dann noch Age of Mythology Retold, Immortal Pillars, ein DLC des Strategiespiels, das sich auf die mythologische Welt Chinas fokussiert. Wenn ihr zu den jüngeren Zuschauern dieses Kanals gehört, dann sagt euch vermutlich StarCraft erstmal nichts. StarCraft ist aber ein Meilenstein der Gaming-Geschichte, revolutionierte nicht nur Echtzeitstrategie, sondern hat auch einen riesigen Anteil an der Entwicklung des gesamten E-Sports. Entsprechend ist das auch keine kleine Ankündigung, dass ihr StarCraft Remastered und StarCraft 2 Campaign Collection ab dem 5. November im Game Pass spielen dürft. Tatsächlich eigentlich eine spannende Frage, wie viele neue Gamer sich davon locken lassen, denn das Spiel hat zwar einige Jahre auf dem Buckel, aber ist nicht umsonst bis heute ein massiv populärer E-Sport. Und wenn wir schon beim Auspacken alter Relikte sind, dann müssen wir natürlich auch über unsere Lieblingsprofessor sprechen. Auch Indie bekommt einen neuen Trailer mit mehr Cinematics und Gameplay, aber wirklich was Neues gibt es nicht zu sehen. Und ich erwarte auch tatsächlich nicht mehr. Da Indiana Jones and the Great Circle bereits am 9. Dezember erscheint, wird es vermutlich nicht mehr allzu viele Enthüllungen geben, abseits von dem, was ohnehin schon veröffentlicht wurde. Ich muss sagen, bei Indiana Jones bin ich noch ein bisschen unschlüssig, aber die Woche war ich tatsächlich krank, lag auf der Couch und habe die Zeit genutzt, um einfach mal wieder Shadow of the Tomb Raider zu spielen und dabei ist mir der Gedanke gekommen, eigentlich mal wieder ein cooles Abenteuerspiel mit Rätseln, cooler Story, könnte schon Spaß machen. Also Frage an euch, seid ihr gespannt auf das Indiana Jones Spiel? Oder seid ihr eher so? Es folgten ein paar weitere kleine Spiele, die ehrlicherweise nichts für mich sind, aber dennoch den ein oder anderen gerade jüngeren Gamer interessieren könnten. Wie Super Cute Tanuki, We Love Katamari und All You Need Is Help. Im Fokus der Show standen aber eine Menge JRPGs, von der Rückkehr alter Klassiker bis hin zu neuen Games. Threads of Time ist ein 2,5D Pixel Art Game mit coolen Anime Cutscenes. Atelier Ymir, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land ist nicht nur ein langer Titel, sondern darf sich auch detaillierter vorstellen mit Dev Commentary zum JRPG. Bleach Rebirth of Souls ist was für euch Fighting Game Fans, Slitherhead zeigt ebenfalls ein bisschen mehr Gameplay und die legendären Mana Games landen im Game Pass. Natürlich gab es da noch mehr, aber zwei Spiele möchte ich noch explizit erwähnen, die auf der Show gezeigt wurden. Zum einen wäre da Fragpunk. Mein erster Gedanke bei der Enthüllung war, noch ein Hero-Shooter. Aber warum Fragpunk im Gegensatz zu Concord vielleicht länger als zwei Wochen überlebt, ist, dass sie zumindest eine coole neue Idee mit reinbringen. Ob das System mit Gameplay verändernden Karten wirklich ausreicht, um im gesättigten Hero-Shooter-Markt ein Stück vom Kuchen zu erobern, muss ich noch testen und glücklicherweise gibt es nächste Woche die Möglichkeit, das Spiel in einer Closed Beta auszuprobieren. Jetzt hoffen wir mal nur, dass ich auch ran darf. Aber noch viel wichtiger finde ich den anstehenden Release von Metaphor Re Fantasio. Das Game von den Persona-Machern erscheint
erscheint schon nächste Woche und die ersten Reviews zeigen sich sehr beeindruckend. Als großer Persona-Fan bin ich gespannt auf dieses Abenteuer, das, seien wir mal ehrlich, aussieht wie ein Persona-Game, nur in einem anderen Setting. Auf der Show wurde auch eine Demo angekündigt, in der ihr den Prolog des Spiels schon mal spielen könnt und euren Spielstand dann auf das volle Game übertragen könnt. Sony war ebenfalls auf der Tokyo Game Show mit einem Stand, wo man einige kommende Spiele antesten durfte, aber auch neuen Inhalten zu Death Stranding 2. Das Spiel schreit weiterhin förmlich Kojima. Man hat keine Ahnung, was hier abgeht. Alles ist creepy, weird und seltsam, aber immerhin der Fotomodus detailliert vorgestellt. Ich glaube wirklich, Hideo Kojima ist der einzige Mensch, der eine Reihe von Hollywood-Stars dazu bekommt, sich auf das Level 13-jähriger TikToker zu begeben und cringy Dance-Moves auszupacken. Aber hey, immerhin habt ihr jetzt die Option im Game. What the hell is even that? Hey Kojima, wie verrückt wird denn eigentlich dein Game? Sony selbst hatte aber diese Woche nicht ganz so gute News, zumindest am Montag. Die PlayStation-Server fielen für etwa 8 Stunden aus, mit Reports über Ausfälle bei Games auf allen PlayStation-Plattformen. Hinzu kam der Zorn der Gamer, als Spiele im Hauptmenü plötzlich Werbung anzeigten. Das Ganze war scheinbar ein Bug und das mit der Werbung war nie Absicht. Jetzt ist wieder alles so wie vorher und die Server scheinen stabil zu sein, auch wenn offiziell kein Grund für den Ausfall genannt wurde. Die Werbung war nur ein Bug, das lassen wir mal so stehen und unterstellen Sony keine bösen Absichten. Das war aber im Großen und Ganzen die Tokyo Game Show 2024. Und damit befinden wir uns eigentlich auch schon im letzten Abschnitt des Gaming-Jahres 2024 und einige kommende Spiele erwarten uns in den nächsten Monaten. Nicht nur Silent Hill 2 Remake und Metaphor stehen bevor, auch Black Ops 6 steht in den Startlöchern. Dragon Age kehrt Ende Oktober zurück und insgesamt wird es jetzt nochmal ordentlich dicht mit Games für das letzte Quartal des Jahres. Was steht also bei euch auf der Liste? Schreibt es in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist. Dann sehen wir uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.